Guten Morgen, liebe Interessenten, liebe Bekannte, liebe Freunde. Seid willkommen mal wieder bei einem kleinen Video auf meinem Kanal. Ich habe heute mal meinen alten Anhänger besucht, der schon ca. 28, 29 Jahre mein Besitz ist. Und den wollte ich mal ein bisschen bewegen, weil ich muss mal transportieren. Und das ist ja schon ein Schätzchen. Mittlerweile 43 Jahre alt, aber die Luft. Der ist ein bisschen schwach auf der Brust, aber ich habe ja meinen kleinen Einhellkompressor. Der steht jetzt auf Automatik, 2,5 Atür haue ich da rein und er läuft. Und er läuft und ja, langsam, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber Luft geht rein. Sonst steht man nämlich da, da bist du mit der Fußpumpe dran, ne? Ja, ich habe den eingestellt auf 2,5, wie gesagt, haue ich da rein. Ich musste mir noch einen Adapterstecker holen. Ich habe zwar im anderen Fahrzeug noch einen Adapterstecker, weil mein Anhänger ist ja ein Schätzchen. Der hat noch einen 7-poligen Stecker und die Steckdose ist hier 11-polig am Zugfahrzeug. Habe ich mir eben noch einen Adapterstecker geholt bei der Firma, die viele nicht mögen, aber die hat ja doch einiges da. ATU, Autoteile Unger. Seht ihr, dann habe ich mir gerade diesen Adapterstecker hier geholt, den man hier zwischensetzt, von 11-polig die Steckdose und der Stecker 7-polig. Naja, jetzt läuft er, ich schaue auf beide Seiten 2,5 rein und dann wird er schon laufen, der Junge, so sieht's aus, ja. So, wisst ihr Bescheid, Fahrdienst habe ich auch schon gemacht, fleißig, früh unterwegs und wir hören voneinander. Liebe Grüße an euch. Bleibt gesund und ich freue mich jedes Mal, wenn er mich ein bisschen begleitet. Daumen hoch ist schön. Wie gesagt, freue ich mich echt. Liebe Grüße von Sieglinde Sorglos. Heute wird es auch nicht so heiß. Ich glaube nur 21 Grad. Tschüss.